Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 3. So, wir sind hier nochmal bei der Ameisenfabrik, alias Autofabrik. Und ich sehe da vorne einen riesen Sendemast. Den möchte ich mir gleich nochmal angucken. Vielleicht wäre das nochmal ein Signal, weil auf der Karte ist er nicht zu sehen. Und von daher könnte das doch sein, dass der dazugehört. Bevor wir uns jetzt in Richtung des Walls aufmachen, wäre das doch vielleicht gar nicht so schlecht. Aber wenn man ihn hier von hier aus sowieso sehen kann, warum denn nicht? Ja, einen Schalter hat er auch. Okay. Bevor wir jetzt hier einen Schalter tätigen, machen wir hier erstmal ein bisschen was weg. Das gibt's ja hier nicht. Ich kann den Kopf nicht erreichen. Füchse stehen hier auch rum? Alter, was ist hier los? Und du das Fox in Ruhe. So ein Zwiebels in der Birne. Okay. So. Eine Enklaventruhe. Haben sich hier aber gut auf der Kreuzung niedergelassen. An und für sich direkt beim Weg der Karawane, ne? So, hier haben wir den Offizier. Und dort hinten haben wir den. Die Spielchen sind zu Ende. Zeit zu. Ach, da ist er. Möge der bessere gewinnen. Sehe ich genauso. So, aber jetzt darf ich doch bestimmt den Funkturm hier einmal anfunken lassen, oder? Jetzt doch bestimmt erlaubt. So. Aha. Bravo Funksignal erfasst. Bravo, bravo, bravo. Notsignal der Ausgestoßenen. Ach ja. Gut, ist ein bisschen arg leise. Ich erhöhe nochmal kurz den Sound. So. Damit man vielleicht auch mal was hören kann. Aber ich weiß auch ungefähr, in welche Richtung ich laufen muss. Alter, das hört sich an. Das hört sich richtig eklig an. Na gut. Stacheln wir mal. Jetzt ist es vorbei. Das kann man ja kaum einen Kampf nennen. Ja, ich denke mal, das wird hier irgendwo sein. Alter, das hört sich an. Danke für diese wunderbare Musik, die wir jetzt hier genießen durften.
So. Das hört sich echt so an, als wenn dann Wendigo dran genuckelt hat. Ja, nicht nur einer, ne? Hä? Das war jetzt super. Danke, mysteriöser. Am Leben bin. Die Zeit des Blutverwusens naht. Autsch, das hat gut wehgetan. Mal schön in den Rücken schießen. Ich habe Gnade vor Recht ergehen lassen. Naja, Gnade vor Recht. So, hier haben wir ein bisschen Atommüll. Hm? Das ist jetzt die Frage, von wo kam jetzt das Funksignal? Also von hier schon mal nicht. Vielleicht hier drüben. So, dann sind wir... Er sitzt natürlich direkt davor. Jetzt wissen wir, wer der Telefonanrufer war. Er guckt zu, wie er gestorben ist. Hä? Na komm, tob dich aus. Du solltest dich austoben. Na gut. Ich denk mal, das war das jetzt hier. Nochmal ein paar Büchlein. Altmetall. Nochmal ein paar Reserven hier. Stimpex, nochmal ein Grognack der Barbar. Oh. Und schon hat es sich gelohnt. Nee, das sind Lampen. Keine Knöpfe hier. Gut, dann haben wir jetzt aber hier auch wieder ein paar Bücher, die wir mal kurz lernen können. Noch eins? Gut. Nochmal ein paar Points dazu gekriegt. Eigentlich nicht, weil mehr als 100 kann das Spiel leider nicht vertragen. Gut. Das war das jetzt hier. Dann können wir uns jetzt aufmachen Richtung Gen Vault. Weil der Vault, der fehlt ja hier noch auf der List. Sei denn, ich sehe hier noch irgendwo was Interessantes. Wo man nochmal einen Speiser noch hinmachen könnte. Da höchstens die LKWs da vorne. Die könnten nochmal was sein. Wir müssen leise gehen. Na, Quatsch. Wir müssen trampelnd gehen. Wir müssen die ganze Welt auf uns aufmerksam machen. Auf dass wir nochmal ein bisschen mehr Schrott finden. Na gut. Das war das. Sonst haben wir hier jetzt nur noch hügelige Felslandschaft. Ein bisschen idyllischen Spaziergang hier. Bis wir auf den Vault treffen. Ah, da oben ist noch irgendwas. Dann drehe ich doch nochmal um. Wir sind doch exzellenter Jäger. Wo denn? Ach, da hinten. Hab dich sogar schon angeschossen. Komm mal hier.
Hier bin ich. Wo willst du hin? Mal diese flüchtenden Skorpione hier. Schlimm mit denen. So, dann wieder zurück zum Vault. Weil hier hinten sieht nicht nach irgendwas aus. Da oben ist ja das von, wollte ich Minuteman sagen. Nein, boah, wie hieß er? Verdammt, ich und meine Namen, Nicht Minuteman. Minuteman war die Fraktion. Meine Fresse, wie hieß denn das? Der Mechanist, jetzt. Oh, Alter, ich muss jetzt übelst lange überlegen. Der Mechanist. So, dann wollen wir mal gucken, was Vault-Tec für Schandtaten hier in diesem wunderschönen Vault angesetzt hat. Ja, Türsteuerung brauchen wir nicht, die ist ja schon offen. Mhm. Wenn es hier schon blutig losgeht, ne? Dann scheint doch was nicht richtig zu sein. Bin ich mal gespannt. Ein Raider ist hier drinnen, eine tote Ratte. Hallo? Jemand zu Hause? Oh, 10 mm mit Schalldämpfer. Stunde des Todes rückt näher! Hab ich mich jetzt erschrocken? Meine Fresse, könnt ihr doch nicht tun! Nur, damit ich spüre, dass ich am Leben bin! Hab ich mich jetzt erschrocken, ey! Böse Maulwurfsratte, böse. Alter, so, hier könnten wir gleich in die Quartiere gehen. Wir gehen aber erstmal hier einmal komplett durch. Wie gesagt, in den Vaults, ich rechne mit allen. Wir hatten jetzt schon weißes Rauschen. Gray, 42. Aha. Oder Gary. Jetzt ist es vorbei. Ich wollte eigentlich die Dose Dogmeat. Gehen wir? So, jetzt komme ich auch an die Dose ran. Orks können wir ja zur Seite schieben. Der lässt das ja mit sich machen. Sieht so richtig aus wie Falle für mich. Ach, guck mal, Turtle. Hier sind ganz viele. Oh. Oh. Aber das Buch komme ich da unten nicht ran, ne? An was auch immer das ist. Da komme ich so nicht ran. Hm. Natürlich doof. Hört sich so an, als wenn da irgendwo noch was rumtappelt. Oder sind jetzt nur die Elektroschläge hier? Okay. Klonlabor. Aha. Deswegen wo wahrscheinlich auch Gary 42. Na, dann gehen wir mal ins Klonlabor. Hallöchen. Nee, bis jetzt keiner da. Aber ich krieg schon mal Munition. 5 mm, 10 mm. Mhm. Mehr Bücher.
Terminal, was ich leider nicht knacken kann. Noch mehr Bücher. So, mal kurz hier das beiseite schieben, sonst komme ich da nicht ran, wo ich ran will. Na, hier. Bücher, Bücher, Bücher über Bücher. Dinnerteller, noch ein. Sonst nichts weiter hier. Wir müssen leise gehen. Ja. Vault 108. Gary 17. Mit einem Bleirohr bewaffnet gewesen. Ja, aber irgendwelche Aufzeichnungen oder so wären schon cool. Gary 43. Zeit zu sterben. Der ist tot. So, hier nochmal die ganzen Tassen mitnehmen. Ja, passt. So, hallo Gary 43. Mit einem Messer bewaffnet. Es wird gut, aber schmerzhaft. Versprochen. Lass mich raten, du bist in meinen Hund reingelaufen? Gary, der Box. Wird diesen Ort lebendig verlassen. Ich töte nur, damit ich spüre, dass ich am Leben bin. Hawks, du machst das schon. So, hier ist nichts weiter. Ein Overall, ein Overall, ein Overall. Eine 10 mm. Und der hatte wohl wahrscheinlich die 10 mm. Mhm. Hier kann man den ganzen Garys beim mal zuschauen. Was haben wir denn jetzt hier getötet? Wir haben hier 47, 12, 25 erledigt. Na gut. Mal sehen, ob wir eine Zahl doppelt kriegen. Hehehe. Gut, hier haben wir nochmal ein paar Döschen. Spind mit einem Aschenbecher drin. Noch mehr hier Dosen. Sollte man auf der Hut sein. Wir sind auf der Hut, Fox. Wir sind auf der Hut. Haha, Gary! Haha, Gary 41. Der Kampf beginnen! So, Südländer. Ich bin mal echt gespannt, wie das hier jetzt vonstatten ging. Also Klonlabor. Bis jetzt habe ich keinen Eintrag oder sonst was hier gefunden. Kein Terminal, was funktioniert. Schande. Ich würde gerne wissen, wie die hier die Klonung gemacht haben. Ob sie jetzt einfach nur gesagt haben, okay, gut, wir verwandeln jetzt alles in einen Gary. Oder aber... Diese Gegend macht mir Sorgen. Das ist so eine Glaszucht. Irgendwas in der Richtung. Da da Klone sind, das haben wir ja jetzt schon raus. Aber warum sind das Klone? Was ist der Zweck dieser Einrichtung? Außer Gary 36 zu töten. So. Hier haben wir noch ein Safe.
sehr leicht. Na gut. Zack. Nochmal ein bisschen was rausgeholt. Das sieht aus wie... ja, Essensraum oder so. Hier ist auch nichts weiter, außer ein Bettchen. Wieder eine Einzelzelle für einen Gary. Aber ich habe mir jetzt das eher mit ein bisschen mehr Technik hier vorgestellt, anstatt jetzt nur ein Kreisgang. Weil hieß ja Klonlabore und nicht Klonwerkstätten. So, jetzt muss ich hier hinten lang. Haben wir hier. Was, wo ich nicht weiterkomme. Okay. Hier liegen noch mal ein paar Laschen und Bücher rum. Gut. Hier geht's zu den Wohnquartieren. Hier ist einfach nur ein Reaktor. Hm. Ist jetzt hier halt eher auch eine Pleite. Nichts Wertvolles gefunden. Dann auf in die Wohnquartiere. Und gucken, was Gary zu sagen hat. Ich gehe mal davon aus, hier werden noch mehr Garys sein. Oh. Noch ein Safe. Sehr gut. Ah, Gary 29. Und Gary 33. Na, kommt gleich noch ein Gary? Ja, Gary! Da, Gary. 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 Irgendwie komme ich mir jetzt hier so ein bisschen doof vor, wenn ich jetzt alle Garys umbringe. Zumal die können nur Ja, Gary sagen. Die heimliche Gary-Sprache. Ja, Gary. Ja, Gary, Ja, Gary, Ja, Gary. Gary, Gary, Gaga, Gaga. So. Nicht, dass ich mich jetzt auch in einen Gary verwandle. Nur weil ich in die Vault eingetreten bin. Das könnte natürlich möglich sein. Jetzt werde ich ein Gary. Und Fox wird auch ein Gary. Wir alle werden Gary. So, na hier haben wir wenigstens noch mal ein bisschen Vorrat. Können wir noch mal alles mitnehmen. Gabeln, wir nehmen alles mit. So, die waren alle drei leer. Die ist auch leer. Mal kurz alles mitnehmen. Oh, ich höre schon eine Kakerlake oder eine Ameise. Ist ja nicht immer das Krabbeln. Gleich eine Kakerlake. Das ist Kakerlake. Direkt unter die Beine durchgeschossen. Das muss man auch erstmal hinkriegen. So. Das mal mitnehmen. Was man aufsacken kann. Ich höre hier noch eine. Gary.
mal gucken. Vielleicht im Aufseherbüro. Vielleicht kriegen wir da ein bisschen Infos über diesen Vault hier. Also ein bisschen mehr. Als was wir jetzt schon gesehen haben. Weil mich würde wirklich schon interessieren, wie die jetzt Klonforschung betrieben haben. Und aus was und wie und... will an den Perversheiten teilhaben. Damit ich ja mit dem Kopf schütteln kann und hoffe, dass es keine Institution gibt, die sowas durchführt. Voltec geht ja mit sehr gutem Beispiel voran. So, das ist zum Klonlabor. Hier geht's jetzt einmal hoch. Müsste es ja irgendwo zum Aufseher gehen, oder? 32er. Mhm. Hier wohnt Aufseher Gary. Aber mich würde echt interessieren, mit was die sich hier richtig beschäftigt haben. Ja, Dogmeat, wir gehen hier nochmal ein bisschen durch. Alles gut. Ich glaube nicht, dass das hier irgendwie was mit harmlose Klone zu tun hat. Dass es einen echten Gary gab und der wurde dann zigmal geklont. Irgendwie glaube ich daran nicht. Es ist schon verblüffend, dass ihnen die Leute so sehr trauen, dass sie mich nicht angreifen. Vielleicht einen Über-Gary erschaffen? Einen unendlichen Gary? Sowas vielleicht. Na, mal gucken. Gehen wir mal weiter. Aber bis jetzt keine Hinweise. Die ganzen Bücher sind leider verbrannt. So, hier im Spind ist jetzt auch nichts mehr. Der Gleisnägel, Altmetall. Na, wenigstens noch eine Haarklammer gekriegt. Ödländer und... Ne, hier geht es ja schon wieder zum Eingang. Ist das jetzt alles gewesen? Ist das jetzt hier wirklich... Ich bin doch hier nicht jetzt überall gewesen, oder? Kann ich irgendwie nicht glauben. Das heißt, wir hatten jetzt hier nur Garys. Nee, Tatsache. Wir waren hier überall. Ich habe jetzt auch nichts vergessen. Kein Terminal, keine Notiz, keine Aufzeichnung. Gar nichts. Wir haben hier einfach gar nichts. Ein Aufseherbüro, nichts. Ich gehe jetzt nochmal hier über das Klonlabor zurück. Weil ich das jetzt irgendwie nicht fassen kann. Nee, aber wir haben alles aufgedeckt. Das war ein geritastischer Tag. Und einige Bereiche sind halt versperrt, da kommen wir halt nicht durch. Na gut. Schade. Das heißt einfach nur Klonanlage und ja. Es war eine Klonanlage. Mehr nicht. Enttäuschend. Nicht ein heiles Terminal, was man mal benutzen hätte können. Schade, ich dachte, wir finden hier wenigstens heraus, warum sie Gary geklont haben oder weswegen Gary geklont worden ist.
was jetzt Sinn und Zweck dahinter ist. Weil meistens ist es ja militärtechnisch, ne? Wo es herkommt. Oder für militärische Zwecken. Kontrolle und hat man nicht gesehen. Aber das war ja jetzt wirklich ein bisschen... Naja. Wenig. Gut. Das war Vault 108. Deswegen machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.